Hallo, ich war gerade auf einem SingStar-Abend. Ja, das ist eigentlich nicht die eigentliche News, sondern falls sich meine Stimme ein wenig etwas, wie sagt man, schwächer anhört als sonst, dann ist das daran, das ist das der Grund. Ich bin auch ein bisschen verwirrt gerade, es ist 2 Uhr nachts, aber ich muss noch ein paar Folgen machen. Und das mache ich lieber nachts als tagsüber. Ich habe hier ein koffeinhaltiges Getränk vor mir stehen, das heißt, ich werde hier ganz problemlos durchkommen und vor allem auch jegliches Rätsel, was mir das Spiel geben wird, lösen. Und mir ist aufgefallen, ich habe eine der letzten Folgen Blutbad genannt, in der Erwartung, dass das ein ganz toller kreativer Name ist. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass der ganze Fall in-game so heißt. Naja, das war's. So viel zum Thema Kreativität. Ich muss einmal kurz nachprüfen, was ich tun muss gerade. Untersuchen Sie den Tatort. Ja, okay. Finden Sie die verschwundene Tatwaffe? Das müssen wir auch noch. Wahrscheinlich ist das ja dann. Da hatte ich ja schon vermutet, dass die eingeschmolzen wurde von irgendwem. Es ist immer noch zu erwarten, dass es das ist, was da in diesem komischen Kohlebehälter schwimmt, dieses flüssige Metall, weil ich kann mir sonst gerade nichts anderes aus den Fingern saugen. Welche wichtige Entdeckung war Sir Watney im Begriff zu machen? Okay. Ich weiß trotzdem nicht ganz genau, was wir gerade machen müssen. What should we do next, Holmes? Ja. Erstmal durchs Teleskop gucken, ob die nackte Frau da. Ah ja, perfekt. Ja gut, ganz nackt ist sie nicht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen für ein anderes Spiel. My analysis table. It is useful for my work. Ja, Ach so, warte mal, wir mussten Leute. Ah. Wir mussten ja Leute befragen. Ich habe jetzt hier bei Sherlock zu Hause. Gucken, haben wir irgendwelche Herleitungen, die wir noch machen können? Oh. Wohin ist Rodney wenige Tage vor seinem Tod? Ach nee, warte mal, wir haben die alle schon befragt, ne? Wir haben noch ein paar Hinweise, warte. Ah nee. Oh, die habe ich dann wohl schon alle. Ja, okay, alles klar. Nee, okay, das bringt mir alles nichts. Woher finden wir raus, wohin der wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist? Boah. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Ich bin eigentlich nur hergekommen, damit irgendein Typ zu mir Mr. Holmes sagt. Locked. Scheiße, okay, warte mal. Hier haben wir schon alles durchgeschaut. Wir haben ja bereits jeden gefragt. Wohin ist er gegangen? Do you have something else to ask me? I'm not sure that I can be helpful at the moment. I'm trying to rest. Okay. Das Gute ist, das Spiel ist echt sehr generös, wenn es darum geht, zu sagen, dass du etwas nicht tun musst gerade. Es wäre natürlich umso besser, wenn man das einfach alles nochmal machen könnte, weil das wäre natürlich für den Spieler eine größere Herausforderung, dann selbst rauszufinden, was das Richtige ist. Aber gut. Gehen wir nochmal in die Thermen. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht steht das ja auch in Sherlocks Archiven. Ach, wieder hier mal die sehr schön 3D-animierte Außengegend. Es kommt mir vor, als wäre es Realität. Das als VR. Das wär's. Wie ging das nochmal in die Ego-Perspektive? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe neulich irgendeine Taste gedrückt. Oh, nein, das nicht. Ah ja, Kreis. Können ja mal ein bisschen Ego machen, oder? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. These baths are becoming sinister. Ich gehe davon aus, dass das hier immer noch flüssig ist. Ja. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. Ja. Dieser Polizist steht hier seit Tagen rum. Ich habe seit einer Woche nicht aufgenommen. Ich wette, er steht hier seit einer Woche. Boah, irgendwie ist das eine seltsame Ansicht. Ich brauche wieder Third Person. Dritte Person, ganz klar. Ach, was ist das denn hier? WTF? Warum darf ich denn jetzt hier rein? Frigidarium.
Frigidarium. Danke, dass du mir erklärst, was das ist. Hä, da konnte ich doch vorher nicht rein. WTF? Ach. Ja, okay, dann... ja. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the Frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Die Übersetzung klang nicht so ganz richtig. Ich habe übrigens gerade bei der Animation mal wieder festgestellt, dass das Spiel eigentlich wirklich dafür gedacht ist, das so zu spielen, weil so ist die Immersion aus der dritten Person bis in die erste natürlich nicht so gegeben, wie wenn man die ganze Zeit in der ersten rumläuft. Machen wir das also doch wieder. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das... dass das required ist. Ja, ist ganz seltsam, dass es zufällig eingestürzt ist. Da hat bestimmt jemand noch ein bisschen was von dem Dynamit von den Mexikanern übrig gehabt und benutzt. Ach, und hier hat ein Büro? Heftiges Büro. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Ach ja, guck mal, jetzt haben wir... Ist die nicht ein bisschen kurz gewesen, die Zange? Aber gut. Es sind nicht meine Finger, die ich verbrenne. Diese Metal-Platte ist nicht nur von vorarchäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Eine Grammatikplatte. Was ist das hier alles? A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Okay, wir nehmen die auch mit einfach. Alles klar. Scheint also nicht von archäologischer Bedeutung zu sein. Was? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ach, ich dachte, man könnte da unten diese Zettel auf dem Boden noch anschauen. Was haben wir hier? The Daily Mirror. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Watney Bancliffe nicht kennen. Ich zum Beispiel. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern in selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in die Welt der Politik. In der Welt. Nicht wenige würden ihn als übertrieben, perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Watney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Klingt wie ein Artikel, den er selbst geschrieben hat. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei, ganz viele Leerzeichen, dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen. Und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Watney Bancliffe. Okay, also er hat ein bisschen gestochen, die Reporter. Könnte man doch so sagen, oder? Wundersame Fortsetzung der Ausgrabungen in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte, Sir Watney Bancliffe. Sir Watney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Ja. Das waren dann wohl seine erstochenen... Wie heißt denn etwas, was man durch Bestechung erhält? Also seine
erstochenen Sachen. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja. Ui. Ganz viel Zeug. Warte. Von oben nach unten. Aha, dieser Kasten ist ganz besonders interessant. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Glasplattennegative. Wie sieht das aus? A glass plate negative is missing. Okay. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Was heißt das? Ist das einfach ein Foto gemacht und das Negativ ist statt auf Film auf einem Glas? Okay. Okay, okay. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Ja, das haben wir schon gesehen. Wahrscheinlich hätten wir das zuerst lesen sollen. Holmes schaut sich noch Watson schaut sich noch ein bisschen diesen Trümmerhaufen an. Soll er ruhig. Scheinbar hat er nichts Besseres zu tun. Jetzt gehen wir erstmal da vorne ein bisschen was rausklauben. Aus dem Haufen der Hitze. Direkt in unsere Hand. Über die Zange, natürlich. Ach, komm jetzt. Aber ein kleines Minispiel. Nicht schlecht eigentlich. So, okay, das haben wir jetzt also gemacht. Das heißt, fragen wir noch einmal kurz hier diesen Dingsbums, hier diesen Semi-Chef. Okay, er hat nichts zu sagen. Geschmolzenes Metall haben wir. Wir haben eine Nachricht über sein bemerkenswertes Jahr. Ja, in Ägypten. Ach ja. Stimmt, die Karte. Können wir da nicht hinreisen? Egal. Bestimmt können wir gleich da hinreisen, sobald wir dieses Metallding analysiert haben. Ach übrigens. Einiges haben wir noch zu kombinieren. Sir Rodneys Auftauchen rettete die archäologischen Arbeiten in den Thermen. Womit könnte man das verbinden? Versuchen wir es mal einmal logisch zu verbinden. Ach, guck mal. Tatsächlich habe ich zum ersten Mal was auf Anhieb richtig gemacht. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet, doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Okay. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar. Also nachdem, ich glaube, es ist jetzt zwar eine Woche her, seit ich aufgenommen habe, aber in dem Verhör, glaube ich, war er dem doch wohlwollend gegenüber. Fällt ich erstmal das hier aus. Oh, ach so, stimmt. Rechtzeitiges Auftauchen, das können wir noch mit mehr verbinden. Oder? Oder ist das... Okay, wir können es nicht mit mehr verbinden. Okay. Ja, ich habe nichts gesagt. Hilfe habe ich übrigens noch nie in Anspruch genommen. Ich habe immer zufällig alles kombiniert. Möchte ich mal an der Stelle sagen. Ich weiß gar nicht, wie Hilfe aussehen würde. Ob er mir dann einfach sagt, was ich dann drücken muss? So. Metall. Es ist immer noch... Oh ne, es müsste wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein Klotz sein. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Okay. Acid. Ja, drauf. Das wird rot und das hier wird auch rot. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. My analysis table. It is useful for my work. Okay, gut. Also mehr können wir da nicht untersuchen, was
Im Kohlenbecken. Silber, okay. Nein, nicht, was? Wunde? Ich dachte, das würde jetzt verbinden damit, dass er, dass das vielleicht die Waffe war, die aus. Ich dachte, das könnte man damit verbinden, weil die Wunde kommt von der Waffe und die Waffe ist weg. Was? Und das können wir mit der Brille? Warum können wir das mit der Brille verbinden? Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlebecken zu einem Metallklumpen geschmolzen. Warum konnte ich das mit der Brille verbinden? Verstehe ich nicht. Okay, wie auch immer. Warum können wir den jetzt nicht... Britannia Silber. Ach, im Archiv. Ah, ich muss ins Archiv gucken. Ah. Oh, 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 okay. So, bemerkenswertes Jahr. Dann müssen wir nicht bei Chemie gucken. Wahrscheinlich eher bei Zeitungen. 1893. Bentcliffs Mumie. Guck mal. Die große Ausgrabung in Aswan oder Aswan dauerte über 3 Jahre. Sir Rodney Bentcliff leitete das archäologische Mammutprojekt. Dabei wurde eine Mumie mit einem enukleierten Auge, okay, in seltsamer Körperstellung entdeckt. Die rechte Hand war ausgestreckt, als ob die Mumie nach etwas greifen wollte. Sie war zudem ungewöhnlicherweise stehend begraben worden. Alles überhaupt nicht gruselig. Stell dir vor, du gehst in ein Grab rein und da ist ein stehender Sarg, du machst ihn auf und die Mumie fällt dir entgegen. Ja, ja, gut, deswegen bin ich kein Archäologe geworden. Auch nur deswegen. Nur wegen dieser einen Situation. Aufgrund dieser Besonderheiten wurde sie die verzweifelte Mumie genannt. Am Fundort gab es auch eine lateinische Schrift. Durch das Auge wurde er bestraft, denn er sah, dass er nicht würdig war. Oh, guck mal, durch das Auge wurde er bestraft. Da war wohl jemand sauer auf ihn aus dieser Ägypten-Ausgrabung und hat ihm sein Auge genommen. Naja, man nimmt an, dass es sich um keine ägyptische, sondern altrömische Mumie handelt, da einige der Symbole in der Grabkammer eindeutig dem Mithras-Kult zugeordnet werden können. Also ist das eine römische Mumie in Ägypten gewesen, die er ausgegraben hat, und irgendwer wollte sich jetzt daran rächen an ihm für irgendwas. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Okay. Ja, welche wichtige Entdeckung war er im Begriff zu machen, dass... Haben wir noch was wir untersuchen können? Erfragen. Wir müssen was erfragen. Ich check nicht, was das mit der Landkarte zu tun hat hier, weil... Oder? Warte mal. Ich kann nicht aus diesem Bereich hinaus. Nö. Ja, wir erfragen jetzt erstmal über das Silber. Müssen mal gucken, ob wir einen der Verdächtigen hier nochmal befragen können. Ach, wisst ihr das? Ich gucke nochmal kurz hier. Wir hatten nichts mehr zum Kombinieren. Nein, okay. Ich wollte nur ganz sicher sein. Bevor man jetzt irgendwelche Leute zehnmal fragt oder so, dann gucke ich lieber vorher, ob man alle Hinweise im Vorhinein bereits zusammensammeln kann. Please escort this suspect for interrogation. Ah ja, okay. Können wir jetzt doch nochmal fragen? Wahrscheinlich jeden von den dreien. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Wow, heftig. Please escort this suspect for interrogation. Ich finde den Akzent, ich finde immer noch voll geil, wie der spricht, ne? Das ist so nobel. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Boah, und das könnte jeder sein, der lügt, ne? Aber die Emotionen sind jetzt nicht so super perfekt. Please escort this suspect for interrogation. Andererseits, er hier könnte vielleicht am ehesten geknackt werden, weil er so komisch drauf ist. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Was? Was?
Hä? Das hat ja mal überhaupt, das hat ja noch weniger als gar nicht geholfen. Gehen wir nochmal in die Thermen, weil bei Sherlock zu Hause wird man sicherlich nicht rausfinden, wem das Silber gehörte und beziehungsweise was das vorher war. Vielleicht kann man ja jetzt diesen Typen fragen, ob das vielleicht irgendwie... Oder nee, das war ja, müsste ja dann die Tatwaffe eigentlich sein, weil der Schlüssel ist es ja nicht, der geschmolzen wurde. Boah. These baths are becoming sinister. Ach ja, leck mich. Okay, ja, so. Wir haben ja schon alles untersucht bei der Brille. Ja, komm, schauen wir nochmal hier in diesen geheimen Spezialraum von dem Bencliffe-Typen. Hier ist auch nichts. Ist ein bisschen verwirrt, wie ich laufe hier. Also mit der First Person View. Aber naja, es dient ja alles nur der Immersion. Ja, nur in bestimmten Situationen sinnvoll, sagt er mir bestimmt jetzt gerade nur deswegen, weil das hier gerade nicht sinnvoll ist. Was können wir dann machen? Ich gehe nochmal zu Scotland Yard. Ich habe jetzt vielleicht das, was sie den Leuten abgenommen haben, das nochmal zu untersuchen, das macht eigentlich auch nicht so super viel Sinn, weil das haben wir doch alles schon mal, also da werden wir jetzt nichts Neues finden. Ich glaube, das ist gerade eine der härtesten Stellen im Spiel, weil ich gerade irgendwie keine Hinweise habe. Nee. Ach, Landkarte, ne? Warte mal. Ich gehe Baker Street gucken. Da ist bestimmt irgendwo eine Landkarte an der Wand und wir können dadurch rausfinden, wo das ist. Und mit Landkarte war gar nicht das Notizbuch gemeint, dass wir darin den Ort auswählen, wo wir hin müssen, sondern wir müssen den erstmal finden. Passt auf, jetzt ist hier irgendwo eine Landkarte. Oh, 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 oh. Ach, mein Gott, bin ich dumm, ne? Oh, ja. Okay. Now we have two maps. We must combine them properly. Ach, nein. Das war doch irgendwie oben, hat er doch gesagt, oder so. Ist das nicht nördlich von irgendwas oder so? Ich suche eigentlich nur noch in diesem Haus da unten. Dieses. Es hat so eine einzigartige Form. Nee. Das ist nicht die Form. Oder das hier. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Ah, schau mal an. Das bedeutet. Das ist ein perfekter Moment, um diese Folge zu beenden. Ja, neuen Ort gefunden. Natürlich direkt mit einer Heftklammer professionell da oben befestigt im Notizbuch, damit wir es nie wieder verlieren können, diese Information. Und, naja, sie muss ja eigentlich nur bis nächste Folge halten, weil dann gehen wir dahin. Und bis dahin habt ihr ganz viel Zeit für eure Bewertungen und dann zum Chillen. Bis morgen. Ciao.